Boom, ey, boom. Aber jetzt kommt was sehr, sehr Schönes, da habe ich mich immer gefreut damals. Das fand ich eine sehr, sehr coole Sache. Und zwar... Ben. Wie bitte? Ach klar, ich hab dich gesehen, ich hab Achso, wir sehen uns? Ja, du hast auch einen an der Wange, ey. Naja, ich hab den jetzt hier. Ja, ich seh's dann. Hi. Hi, fetter Tom Selleck. So, wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen ballern im freien Fall. Was sehr, sehr cool gemacht ist. Also, das, ich kenne mich auch nicht so viele Spiele, wo das der Fall ist. Teilen wir uns hier die Ziele eigentlich auch? Ja. Oh, wie praktisch. Geht ja alles ganz schnell hier. Zwei sind da. Ja, ja, genau, oder? Zwei. Hi, ja, hi, fetter Tom Selleck. So, jetzt müssen wir hier wechseln. Und da gibt's nämlich auch noch ein paar Leute, die uns auf den Sack gehen. Na, du hast mich schon umgebracht. Ja, wo sind denn hier die anderen? Da unten. Piece of shit, schreit er da nur. Shit. Haben wir Friendly Fire eigentlich? Ich hab Friendly Fire ausgestellt. Ich dachte mir, das wäre. Ja, ja, gerade weil bei dem Spiel. Dann manchmal ganz schön zur Sache gehen. Hi, Herr Trick. Wo bist du? Ich seh dich gar nicht bei dir. Ich flieg gerade runter nach Shaundi. Du bist, glaube ich, über mir. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, man sieht uns gar nicht jetzt hier an der Stelle. Ist auch egal, auf jeden Fall. Da bist du doch, da bist du neben mir, ey. Yeah, 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 wir müssen Shaundi retten. Ich rette die, meine Frau ist das. Geile ist, ey. Solange sie noch jung und knackig ist und danach muss ich mir eine neue. Ja. Und das ist übrigens, also, falls ihr es noch nicht geglaubt habt, dass das Spiel sich nicht ernst nimmt, ich glaube, das eben sollte das beweisen. So im freien Fall erstmal abgehen. Jetzt, was jetzt kommt? Ja. Übrigens, weißt du, wie mein Hitler spricht? Mit welchem Akzent? Mit einem russischen Akzent? Russisch-weiblich. Russische-weiblich, ey. Darra, darra, darra. Weißt du, er ist trotzdem der crazy Russian Guy. So, und jetzt geht's gleich aber ordentlich ab, ey. Zack. Bam. Kick ins Gesicht. Ey, Hitler ist echt bösartig geworden. Ja. Er ist zurückgekommen, weißt du? Yes. Er gehört jetzt zu der Straßengang, also das macht ihn einfach mächtig. Er gehört zu den Saints, er hat keinen Bock mehr auf was. Weißt du, er hat nach Amerika expandiert. Und Tom Selleck hat einfach keinen kommerziellen Erfolg mehr gehabt. Der wurde fett und dann dachte er sich so, ey. Fett und Latino. Ja. Warum auch immer. Anders. Weil er Jennifer Lopez geil findet oder so. So, ich geh mal nach oben. Ich bin der Post gerade so Typ. So. Oben war der. Jetzt, ja, jetzt komm, ab zu Shaundi. Das ist jetzt alles noch Intro eigentlich. Ja, und kloppen, kloppen, kloppen. Zack, ey. Leider sieht man in dem Anzug nicht die Muskulösität von meinem Hitler, weil ich hab den übelst muskulös gemacht. Na, durchtrainiert. Der war halt einfach im Fitnessstudio. Muss man so sagen. Ja. Also er dachte sich ja... Da fliegen wir, ja, so geil. Du bist unter mir so ein bisschen. Ja, ich bin halt schnell. Eigentlich müsste ich schneller runterfliegen. Nee, Muskeln sind schwerer als Fett. Scheiße, ja, stimmt. Das ist schon realistisch hier, ich merke das schon. Ja. So, komm, Shaundi. Weißt du, die fliegt da so vor sich hin, ist uns einfach egal. Passiert halt. You see, I return. But I wasn't wrong. So. Damit hätte sich das auch geklärt und wir können jetzt... Können wir gleich einmal speichern, wenn wir unten angekommen sind. Ja, können wir gerne machen. Jeder. Ah, er lebt noch, er lebt Ziel noch. Hatte. Zwei Übertreiber, weil wir bei sich. Immer noch. Negotiations were less than successful. Viola and Kiki will spread the word. Steelport belongs to the syndicate and the Saints are not welcome. Mr. Kilbane, gather your luchadores. Luchadores. Mr. Miller, hack into the Saints accounts and leave them nothing. Fuck. Keine Kohle, ey. Weißt du, er wollte auch einfach mal charmant 1 Million abheben. Geil Move, ey, weißt du, und dann das muss lustig aussehen bei ja, ey, das ist ganz schön sauer, muss man schon sagen. So. Wir müssen noch Bilder von unseren beiden Typen machen für das Thumbnail. Stimmt wohl, ey, das können wir vielleicht mal machen. So, dann kriegen wir natürlich Respekt. Und damit habt ihr auch quasi die Ausgangssituation des Spiels gesehen. Es geht ums Eingemachte. Und jetzt kommt was Witziges. Ah ne, die DLCs wurden uns noch nicht gezeigt. Stimmt, die kommen später, ne? Ich weiß gar nicht. Also bei mir waren die, als ich in der Kleiderkammer. Genau, weil wir haben ja durch den Steam Sale das Spiel gekauft und dort gibt es Full Package mit ein Arsch voll DLCs, Beute. Mein lieber Scholli. Die meisten waren DLCs, die ich mir nie so kaufen würde. Ja, aber weil man nimmt sie, ne?
Aber gut, ich kaufe mir eigentlich nie DLCs, deswegen. Ja, muss man richtig unterschätzen. So, da sind wir, Fat Tony. Ah, er speichert sogar, aber ich werde nochmal selber so speichern. Warte, dadurch pausiert er bei dir. Ja, ist in Ordnung. Mach ich nämlich auch gleich mal dann. Wäre sinnvoll, damit der Charakter auch schön... Neuen Spielstand muss ich anlegen. Muss ja auch gucken. So. Ich sehe nur deinen Rücken, aber das finde ich schon sehr, sehr witzig. Ich hoffe übrigens auch, Leute, es kann dazu kommen. Das ist eine meiner erste große... Jetzt drücke ich nochmal kurz Tabulator. Meine erste große Aufgabe... Oh, Moment, das muss ich kurz nochmal wegmachen, weil jetzt kommt eine Zwischensequenz, beziehungsweise... Nachricht. Baba, einfach episches Gelaber, kennt man ja, ne? Hey, Baby. So, also jetzt werde ich erstmal speichern. Ich entschuldige mich für alle komischen, wie soll ich sagen, Aufnahmefehler, die passiert sein können während dieser Aufnahme. Das ist das erste Mal, dass ich meine neue Aufnahmetechnik anwende. Und kann sein, dass ich da ab und zu gegen das Mikrofon komme oder so, oder irgend so Kleinigkeiten, das sollte alles passen. Draußen geht die Welt gerade unter. Regen ohne Ende, Sturm, War hier zum Glück noch nicht. Hey, Baby. Stell dich mal vor, Michael, ich will dann keine... Oh, wie erotisch. Was ist das? Ja, warte, lass uns mal so nebeneinander stellen und dann müssen wir da raus. Ey, warte, ich muss dabei meinen geilen Move machen. Wie geht das denn? Keine Ahnung, ich hab da Xbox-Steuerung. Steuerung, kann man ja auch ein Tastenbelegung festlegen. Und zwar generell. Video speichern, Textchat. Moment, zu Fuß so. Kriechen gehen. Spottgeste ist X und Kompliment. Ich guck mal aber erstmal deine an. Sexy! Warte. Get to see your mate, so, warte. Warte, wir müssen. Lass mal beides gleichzeitig machen und dann ein Screenshot. Moment, jetzt muss ich erstmal nochmal die andere zeigen. Ja! Er macht die, und ich mach meinen Tanz. Okay. Ja, dann los, ne? So, jetzt, Wenn das nicht das beste Team überhaupt ist, ey. Da kann ja nichts schief gehen. So, Hendrik hat übrigens schon ein paar Klamotten von außerhalb an. Ich muss ja nur immer nur mit den Standard... Handschuhen nur, ja. Ja. Der Rest nicht, ey. Ich muss auf jeden Fall... Ja, anschauen. Der brennt nur! So, wir dürfen jetzt erstmal geil driven, so ein bisschen mit dem Auto durch die City cruisen. Lass mal ein anderes klauen, oder? Weil ich Action-Move kann. Ich kann doch kein Action-Move. Wer fährt denn? Wow! So, dann steig ich auch mal ein hier. Ich bin internationaler Player, ich springe einfach durchs Fenster, wenn ich Bock habe. So, die muss hinten einsteigen, ey, weißt du, so, komm. Bein nach hinten, so wie bei den türkischen Mitbürgern. Yeah, durch die City cruisen. Ich werde hier bei diesem Spiel nicht politisch korrekt bleiben, weil ich das schon selber versuche, nicht anzunehmen. Kannst mal einen umfahren, so einfach nur mal, um zu zeigen. Also das Spiel sieht eigentlich immer noch sehr, sehr gut aus, finde ich. Ja. Das ist echt ganz schön und ich finde auch, das Fahren fühlt sich hier sehr dynamisch an, also... Bisschen arcadiger als Dings. Also. Das schadet dem Spiel absolut nicht. Ups. Ja, der ist, Oh, das hat mir jetzt aber wehgetan. Und das Schadensmodell ist ganz nett von den Autos. Das ist relativ... Ups, da war ein Polizist bei, aber ist egal. Wir sind hier noch im Missionsmodus, ist egal. Ja, ich glaube, da kommt nicht so schnell die Polizei. Ja. Wie kommt der jetzt dieser russische Akzent macht mich fertig. Du musst links fahren, soweit ich weiß. Ach nee, ich mach das, wie bei, als ich mit Stefan gespielt habe. Du fährst jetzt einfach... Geil, ey! Alternative Street Tactics, kann ich dazu nur sagen, so muss das. So, wir haben jetzt gerade mal ordentlich Dialog übersprungen, aber was soll's. So, raus jetzt, komm. Ja, ich will Waffen kaufen. Los, Mann, wir sind in Amerika, da kann ich einfach Waffen kaufen. Falls ich fasse das einfach mal zusammen von dem Gespräch eben. Sie meinte, ja, wir brauchen Waffen, deswegen holen wir uns jetzt welche und werden dann gleich mit diesen Waffen was machen. Ich kann auf Waffen im Domizil zugreifen, das ist ja geil. Jetzt kann ich uns schon so geile Waffen, nehme ich mir jetzt mit. Dann kann ich den geilen Dings zeigen, den Molux-Werfer oder was das ist. Keine und, und dann wir werden uns zurück zu Shaundys Ex-Wohnung verziehen. Ich weiß gar nicht, wieso der Typ das einfach zulässt. Wir müssen doch erstmal zum Waffen. Ja, danach. So, das wird so unser geiles neues Lager. Ich werde einfach mal meine Pistolen ausrüsten, weil ich eigentlich ganz gerne mit Pistolen rumballer und dann bin ich auch fertig. Ja, warte, ich werde noch Munition kaufen. Das habe ich nämlich letztes Mal nicht gemacht. Ja, mach das. Ich habe gar kein Geld mehr. Ich habe, durch dass ich ja meinen Spielstand mit geladen habe, woraus der das bezieht, habe ich 4000 Dorn. Geil, ey. Und da werde ich einfach mal
die Waffen aufrüsten, weil... Guck warum mal, die Frau an den Tresen ist voll die geile Gangsterin, ey. Ja, ich hab einen Hoodie auf dem Korb. Ich bin nur die Frau. Die ist derbe weggefetzt. Warum schießen die einfach auf Polizisten? Ne, das ist egal. Ey, was machen die Leute hier? Was ist denn jetzt hier? Ist Apokalypse, egal, ey. Komm, fahr, Mann. Was hast du denn jetzt? geile Custom-Waffen. Ah, ich fahr jetzt anscheinend. Ja, fahren wir mal mit diesem geilen, schon überhaupt nicht kaputten Wagen. Wir haben auch 3 Sterne, ist ja kein Problem. Ich hoffe, die ziehen sich nicht in die Mission rein. Ich weiß gar nicht, wie wird man die Sterne hier los, also die Polizeimarke. Siehst du doch, wir haben schon einen verloren. So, ja, gut, ist ja gechillt. So, ich muss mich aber auch erstmal an das Fahrgefühl gewöhnen. Ich hab genug Muni. Ja, wenn man vor GTA gespielt hat, ist es natürlich was anderes. Gerade der vierte Teil hat eine sehr träge Steuerung von Autos. Ein bisschen realistischer halt. Ja, ist ja alles einfach nur derbe Geballer. Schauen, die ballert auch einfach, ist sie egal. Ich baller, keine Ahnung, weißt du, lass uns unauffällig sein. Ja, ich baller alles zu Tode. Oh fuck, die Limousine ist mir beinahe schön in die Quere gekommen. Also sie darf das, weil sie Übertreiberweib ist. So, ab. Die kann alles machen, weißt du, die kann alles tun. Ist egal. Wir legen uns jetzt übrigens mit der Militärsgarde an, weil wir Waffen brauchen. Das ist sehr, sehr intelligent. Ich kann hier mit ballern. Das ist eine sehr schöne Waffe, die ich leider noch nicht habe. Passt aber. Was macht der denn jetzt? Er tanzt jetzt mal, der ist cool, der ist auch. Ey, er ballert mich ab! Was bist du denn für einer? Er ist nicht auf deiner Seite. Das funktioniert ja nicht sehr schön. Egal, ey. Komm, wir ballern jetzt. Komm, oh mein Gott, was ist das denn für eine Waffe? Du hast eben voll die fette Sniper in der Hand. Achso, die hier, keine Ahnung, die war auch dabei, also. Super Ding, Tom Selleck ist richtiger Übertreiber, ey. So, wer bist du denn? Tom Komm, wir Selleck, gehen hier rein. Tom Selleck hat keinen Bock mehr. So. Was ich will für TC nicht seine Benzinrechnung zahlen. Wobei. Ich will auch nicht im Kamehameha Club das Bier für bezahlen, was ich bei Rick geschnappt habe. Dafür ich jetzt an. Du weißt natürlich gerade nicht, wovon ehrlich ich gesagt, rede. Nein. Ich weiß aber, wer Magnum ist. aber Magnum-Fans wissen nicht. Ist ja auch gut so. Ich kann sogar hier Waffen tauschen. Aber ich finde die geile Silver Baller besser. Ey, warte. Was willst du? Good thinking, Shondi. We will take it with us. We will take it with us. Ich liebe diesen russischen Akzent, das ist super. Was, ey, die wollen dich töten, aber ich habe ihn umgebaut. Er lebt aber noch. Ja, sicher lebt er noch deine Schutzweste. Wird dir noch nur zahlen. Ich verprügel ihn jetzt, weißt du, Hitler ist so derbe angepisst, ne? Ja! Ich hasse die Juden, keine Ahnung. Ja! Nein, darfst du nicht wegnehmen. Komm her, warte. Ja, ey, der gehört dir, Muskel. Warte. Oh nein, ey, werf ihn weg. Oh, warte, Moment, wie war ich das denn jetzt eigentlich? Achso. Mit Schießtasten. Oh. Drauftreten, ey. Komm, ey, komm. Waffenlager finden schnell. Ja gut, das ist ja nicht so schwer. Wir haben jetzt auch eine Shotgun hier, die nehme ich mal. Ja, die hatte ich schon. Ich habe ja alles vor. Ja, ich baller die mal kaputt. You have been sleeping with special forces, yes? Ich muss mir deine Nahkampfwaffe kaufen. Have you been holding out on me? Alter. Ich weiß nicht, bei dem Spiel macht Nahkampf also sehr viel Spaß, weil du machst einfach so geile Action-Moves immer. Die Animationen sind auch sehr schön, das stimmt. Ich weiß gar nicht, bei dem Spiel kann man nicht in Deckung gehen, wenn ich mich nicht. Du kannst schon mit. Du kannst einfach dich ducken, das reicht, aber. Ja, aber ich meine so richtig, dass du dich anlehnst. Nee. Und gehst Achtung hinter dir, der Typ will dich auf jeden Fall tot haben. Ah, ich hab ihn. So, wir müssen jetzt erstmal die Stellung hier halten. Das ist gar nicht mal so. Also, das Spiel ist jetzt nicht knüppelschwer oder so, aber. Wir spielen auf normal, ja, wir spielen auf normal. Es ist schon relativ, also. Ein bisschen muss man sich schon konzentrieren. Was ich nicht verstehe, das ist halt. Das sehe ich bei vielen RPs immer, wenn sich derjenige entscheidet, auf normal zu spielen und Leute sagen dann so, du spielst auf normal, du Pussy. Weißt du? Jeder muss ja selber entscheiden, wie er spielen möchte. Ich finde auch ehrlich gesagt Leute, die auf einfach spielen, während des Space nicht verwerflich. Ich meine, meine Güte. Muss ja jeder selber wissen, weißt du? Ist ja für jeden selber der Spieß. Abgesehen geht es ja auch beim Let's Plays hauptsächlich darum, das zusammen mit jemandem zu erleben und nicht zu zeigen, dass man einfach der derbste Motherfucker ist. So wie wir hier. Na gut, wir sind ja jetzt einfach derbe Motherfucker. Guck, ich renn einfach raus, pack mir ein und box ihn um. Und dann hat funktioniert, ey. Dann kommt Pierce, ey. Pierce ist nämlich auch ein cooler Typ. Den haben wir schon am Anfang gesehen. Haben wir? Oh, mein Mikrofon ist verschoben worden. Der war doch da in der Werbung. Ach stimmt, ja, weil der coole Schwarze, Asiate. Der verprügelt wurde und dann wird der bestarkt. Wegen dem Ender-Typen, gell. Was willst du, Ku Klux Klan? Und dann so, buh! Sag, ey, Asians for the win. So! Ja, jetzt müssen wir die Reaper.